Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ihr habt es ja im Vor-Unboxing vor einigen Tagen oder gestern, ich weiß nicht, wann ich diese Videos online schalte, weil die müssen ja auch erstmal bearbeitet werden, gesehen, ich habe einen LED-Beamer. Den werden wir jetzt hier einfach mal frisch auspacken. Den Karton habe ich euch ja schon im Vor-Unboxing gezeigt. Da steht dann halt drauf, Full HD 16:9 720p HD. Und Full HD 16:9 Support 1080p. Ja, was diese Support 1080p jetzt sein soll, weiß ich nicht. Vielleicht muss man da extra ein Update machen. Und an der Seite, da steht auch drauf, dass ich ein Weiß habe. Und mehr ist jetzt auf dem Außenkarton jetzt nicht. Wenn wir aufmachen, haben wir da nochmal abgebildet, dass er ein Weiß ist. Bin da schon mächtig gespannt. Den werde ich mir schön ins Schlafzimmer klatschen, weil da habe ich eine schöne große Wand, weil im Wohnzimmer ist mit der Schrankwand echt doof. Oder ich werde mir noch so eine Stell holen zum Hoch und Runter machen, und dann kann man auch mal so richtig kinomäßig machen. Ich werde erstmal alles auspacken und werde euch dann zeigen, was dort inbegriffen ist. So. Wir haben praktisch den Beamer, den werde ich hier auch schon mal auspacken mit euch. Das ist das Grundgerät, das sieht so aus. Hier vorne ist dann die Kappe, die Gummikappe, da ist die Linse. Oh, mal wieder drauf machen. So, hier haben wir ein Rädchen zum Verstellen, das gucken wir uns nachher alles an. Wir haben ein paar Knöpfe drauf. So, wir haben Gummifüße. Wir haben VGA, USB und Strom. Und hinten haben wir noch SD, HDMI, IR. Ach, IR ist Infrarot, glaube ich. Und Kopfhörer und AV haben wir auch noch. Und da vorne auch nochmal Schriftzug. Und hier ist auch nochmal IR-Sensor. So, das ist mit bei, logischerweise das Grundgerät. Wir haben einmal ein Stromkabel mit bei, den werden wir auch mal auspacken, weil den müssen wir ja auch dann nachher noch benutzen. Ja, ist recht lang. Dann haben wir eine Fernbedienung mit bei, mit ohne Batterien. Da muss ich noch Batterien holen. Wir haben einen Powerknopf, Volume, Vor-, Zurückspulen, Senderwahl. Es ist alles vorhanden. So. Wir haben auch noch eine Anleitung. Da sehen wir den Beamer auch in Weiß. Von Irulu. Keine Ahnung. Heißt das Irulu? Ist die Firma Irulu oder so. So, dann gucken wir mal nach. Wir haben Seite 1 bis 9 in Englisch, Seite 10 bis 20 in Deutsch, 21 bis 31 French, 32 bis 42 Espanol, 43 bis 53 Italien und 54 bis 64 ich habe. Keine Ahnung, ich glaube, das ist Chinesisch. Also wenn nicht von euch jemand weiß, was das ist, das untere, dann wäre ich da dankbar, wenn ihr das mir sagen könntet. Seite 10 bis 20. So, Beamer Gebrauchsanweisung. Achso, beim Einschalten, Sonderfunktion, haben wir so eine Vierecktaste, finde ich nicht. Ach so, das sind die Tasten, okay. Da können wir dann OSD-Menü einstellen. Menüsprache Deutsch, logischerweise. AV, also ATV, AV,
YPB, PR, HDMI 1, HDMI 2, PC, RGB, USB 1 und USB 2. Wo sollen denn hier bitte schön? Warte mal, wir haben einmal USB. Hier ist keine zweite USB-Schnittstelle. DTV. Was ist denn bitte schön DTV? Ach, das ist bestimmt normales Fernsehen. Kann man hier irgendwas abmachen, abklappen? Nee, kann man nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier haben wir dann nochmal... Ich glaube, es ist für die Linse hoch runter. Ja. Wo der jetzt den zweiten HDMI und den zweiten USB herholen will, das frage ich mich jetzt aber auch gerade. Okay, nichtsdestotrotz. Aber wenn ich am PC anschließe, kann ich im PC einstellen, wie das Bild sein soll. Das kenne ich ja. Ist an sich alles sehr gut erklärt. Kein Strom, kein Bild, kein Ton, kein Bild. Bitte überprüfen. Achso, hier stehen auch noch Hinweise, was man dann machen könnte. Sondern das war doch schon. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Preiswesig von dem Produkt jetzt leider nicht. Weil den, da habe ich eine Anfrage gekriegt, ob ich den vorstellen wollen würde und ich sag, jo. Weil da kann ich habe meine Idee ist ja eigentlich eher, dass ich den nur zwischendurch mal als Beamer benutzen werde, wenn ich hier mit Kinoabend mache. Und so könnte man den dann auch schön, weil ich habe meine ganzen, meine ganze Decke ist ja frei. Könnte man ein schönes Bild darauf machen oder irgendwie und dann könnte man das schön an der Decke machen oder... Wenn wir denn im Garten bei meiner Mutter sind, kann ich den dann mitnehmen, weil der ist wirklich echt klein und handlich. Den mal in eine, kann man schnell in eine Tasche stoppen, Handy ran. Meine Mutter hat im Garten eine große weiße Wand, also von Dings. Zur Not kann man über das Gartentor einfach ein Bettlaken spannen oder so, das ist kein Problem. Und dann können wir Bilder gucken. Dann können wir schön grillen, Bilder gucken, wenn von mir, meiner Tochter und hast nicht gesehen. Ja. Oder von Muttern. Weil man kann ja USB-Stick anklatschen und dann ist das alles kein Problem. Weil Mutter, seit die ihr Smartphone hat, seitdem ist die begeistert und fotografiert da en masse. Ja, und dann würde ich mich jetzt hier erstmal für das Unboxing verabschieden. Ich werde jetzt gleich mal gucken, unter Strom setzen und gucken, wie wir das machen, dass wir hier irgendwie vielleicht ein Bild kriegen, dass wir uns mal so die Einstellungen angucken können, ob es leicht einzustellen ist oder nicht. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin. Noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe gerade den Karton um mir geschüttet und hier war noch was versteckt, was ich nicht gesehen habe. Einmal so ein kleiner Standfuß, dass man den halt hochkurbeln kann. Und einmal so ein Klinkenkabel auf rot-weiß-gelb. Wollte ich euch nur nicht vorenthalten. Weil der war hier irgendwo in der der muss hier irgendwo zwischengerutscht sein. Den habe ich hier, die habe ich hier beim ersten Mal reingucken ja nicht gesehen. Ja. Okay, das war doch. Sagt euer Odin.